Ja, hallo, guten Tag. Hallo. Ist das Herr Steiner? Ja. Hallo? Ja. Sind Sie Herr Steiner? Hallo noch einmal, es ist Nina am Apparat. Wie geht es Ihnen heute zu euch? Naja, eigentlich nicht so gut. Ah, okay. Warum wird Ihnen das nicht akzeptieren? Warum? Ich weiß es nicht auch, weil System also hat uns gesehen, dass es ist nicht korrekt. Vielleicht geht es bei betrügerischen Firmen nicht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir einen sehr langwierigen Anruf. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Also wer, Spannung und Action möchte, der ist heute leider nicht ganz richtig auf meinem Kanal. Morgen wird es vielleicht wieder ein bisschen hitziger. Heute sind wir sehr langsam und träge, denn, der nette Kunde hier am Telefon, ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ein kleines bisschen depressiv. Naja, auf jeden Fall haben wir heute, glaube ich, den Rekord gebrochen im ganz langsamen Buchstabieren von Kreditkartendaten. Und wenn ich langsam sage, dann meine ich auch langsam. Sehr, sehr langsam. Naja, und ganz zum Schluss habt ihr dann noch die Reaktion von der netten Tante. Die ist da nicht ganz so erfreut drüber, was wir mit ihr angestellt haben. Denn sie hat eine ganze Stunde Zeit mit uns verplempert. Viel Spaß mit diesem neuen langweiligen Anruf. Wer möchte, ist beim Einschlafen, denke ich mal, heute richtig dabei. Ja, hallo, guten Tag. Hallo. Ist das Herr Steiner? Ja. Guten Tag. Guten Tag, Herr Steiner, ich heiße Leona Voss, ich rufe von Bitcoin Convert. So, ich werde Ihre Transfer, Deutsch sprechen, Kontomanager, okay? Einen Moment bitte. Hallo? Ja? Sind Sie Herr Steiner? Hallo noch einmal, es ist Nina am Apparat. Wie geht es Ihnen heute zu euch? Eigentlich nicht so gut. Okay. So, Sie hatten ein Gespräch mit meiner Kollegin Olivia, ja? Also erstmal würde ich das nicht Gespräch nennen mit der tollen Dame davor, sondern die hat mich ja gleich weitergeleitet. Ich weiß nicht, warum die überhaupt dran war. Und dann, wozu fragt man mich, wie es mir geht, wenn es dann danach einen Scheiß interessiert? Also ich habe doch hier gerade gesagt, mir geht's nicht gut, oder? Und naja, es war auch schon quasi gefühlt mitten in der Nacht langsam. Naja, machen wir mal weiter. Weiß ich nicht, wenn die so hieß, ja? Es war vor 2 Tagen. Keine Ahnung, ja, kann sein. Ja, es geht um Bitcoin-Handel, also Kryptowährungen. Haben Sie Interesse daran? Ich kann nicht Ihnen hören, ich entschuldige Ihnen. Hä? Können Sie noch einmal wiederholen? Ja. Also haben Sie Interesse daran? Ja. Okay, so Sie wollen das Handelskonto bei uns öffnen, ja? Sehr gut, wie ist das? Sie sind 29 Jahre alt, ja? Ja. Okay, und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee, oder? Nee. Okay, und ist das eine bequeme Zeit, also ich meine, jetzt zu sprechen, oder vielleicht wollen Sie einen Anruf später zu bekommen? Was will ich bekommen? Anruf von mir. Na, wir telefonieren doch schon. Ja, aber ist das eine bequeme Zeit jetzt, weil ich weiß es nicht, also also es ist eine bequeme Zeit, ja? Ja, die Zeit ist bequem. Okay, sehr gut. In diesem Fall, ich muss ja auch verifizieren, was machen Sie beruflich? Beruflich? Mhm. Da bin ich Würstchenwasserverkoster. Ich habe das nicht so gut verstanden, weil also Ihre Stimme, die Linie ist sehr schlecht. So, können Sie noch einmal wiederholen? Also ich kann meine Stimme auch hören. Ja, ich, so. ich sage, ich bin Würstchenwasserverkoster. Aha, Wasserkoster? Würstchenwasser. Ah, Würstchenwasser. Aha, okay. So, und aber wissen Sie, dass Mindestinvestition bei uns, das ist 250 Euro.
Ist das okay für Ihnen? Ja. Okay, sehr gut. So, in diesem Fall, ich muss hier auch verifizieren. Also werden Sie dieses Konto allein benutzen oder mit jemand vielleicht? Mit wem soll ich denn das benutzen? Also mit Ihrer Frau, Partner, nee. Freund. Ich weiß es nicht. Also, wie Sie es bevorzugen natürlich. Mm-mm. Alleine, ja? Ja, das halte ich geheim. Okay. Moment. Und Sie kommen aus Deutschland, ja? Sie haben Dokumente aus Deutschland auch. Okay, kurz Moment. So, als Ihr Konto wird vollständig aktiviert bei uns, Sie werden zwei Services von meiner Firma bekommen, okay? Es ist Ihre persönliche Finanzberater. Ja. Sie werden einen Anruf von dieser Person bekommen. Also Sie haben an mir gesagt, dass Sie haben gar keine Erfahrung. Deswegen, Sie werden Schritt bei Schritt alles mit dieser Person zuerst probieren und versuchen, um alles zu lernen, okay? Mhm. Es ist total kostenlos Service, Sie bezahlen gar nicht dafür. So, der zweite Service, das ist ein automatischer Handler, ein Programm. Sie werden dieses Programm herunterladen und alles wird vollständig automatisch danach, okay? Und wie heißt das Programm? Es ist MetaTrader 5. Ah, okay. So, Sie sprechen auf Englisch auch? Ein bisschen vielleicht? Mm-mm. Ah, okay. So, sehr gut. So, Sie bekommen dieses Programm von uns und natürlich alles wird vollständig automatisch sein. Also Sie machen gar nichts dafür, das System macht alles für Ihnen, okay? Ja. So, es dauert maximal 2 oder 3 Minuten am Ende des Tages, dieses Programm zu öffnen und Ihre Ergebnisse zu überprüfen, okay? Das ist alles, was Sie sollen machen. So, aber Ihre Finanzberater muss wissen, was ist Ihre monatliche Einkommen. Natürlich, also nicht diese genauen Zahlen, aber mindestens, also wir müssen das wissen und verifizieren als in Ihrem Handelskonto. So, darf ich einen fragen, was ist Ihre monatliche Einkommen? Mindestens, natürlich. Brutto oder netto? Netto. Netto. 3.800 Euro. Aha. Sehr gut. Okay, vielen Dank. Also, Herr Steiner, jetzt also, um dieses Konto zu aktivieren, also wir können dafür ein Visa oder Mastercard benutzen, okay? Weil wir akzeptieren nicht eine Girokarte oder eine Maestro-Karte. Deswegen benutzen Sie einen von diesen zwei Typen? Ja. Sehr gut. Und Sie wollen alles von Ihrer Seite zu machen, ja? Wie ist das verstanden? Okay. So, können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse überprüfen? Sie haben ein E-Mail von Nina bekommen. Wann denn? Ich habe das jetzt gesendet. Ist noch nichts gekommen. Okay. Ich habe meine Kollegin auch angefragt, dieses E-Mail Ihnen zu senden. So. Vielleicht Sie können Ihre Spam- oder Junk auch überprüfen. Noch nicht? Okay, ich werde das noch einmal Ihnen senden und ich werde Ihre E-Mail-Adresse auch buchstabieren. So, es ist gerold.steiner@mdccfun.de. Ja. So, ja, es ist richtig. Von wem bekomme ich eine Nachricht? Es ist von Riona. Da habe ich gerade was bekommen. Okay, sehr gut. Was soll ich da machen? Auf wen Sie bitte dieses E-Mail? Was soll ich da machen? Haben Sie dieses E-Mail geöffnet? Mhm. Sie müssen zuerst das öffnen. Okay. Ja. Okay. Und danach, Sie werden einen Link sehen. Und Sie müssen auf diesem Link aufdrücken. Und dann? Es ist eine regulierte Zahlungsmethode. Also, dort, Sie werden oben in der Rechts auch sehen, dass wir sind von Europäischer Union Gesetz reguliert. So. Jetzt, Sie werden mit diesem regulierten Anzahlungsmethode dieses Geld überweisen. Ja, bitte? Wo sehe ich das? Also, oben in der Rechts. EU-regulated.
Ja, und wo kann man das nachprüfen? So, Sie müssen ein bisschen unterscrollen, bitte. Und dort Sie werden eine kleine grüne Tasse sehen. Dort ist geschrieben Buy oder Kauf auf Deutsch. Sie müssen dort aufdrücken. Richtig. Ich frage Sie, wo man das überprüfen kann, was Sie mir hier gerade gesagt hat. Und ja, wo man die Nummer eben von der Regulation eben auch überprüfen kann. Und sie macht einfach weiter mit der Einzahlung, ganz genau. Überspringt man halt einfach den unangenehmen Punkt und geht halt weiter zur Einzahlung. Ja. Und was sehen Sie jetzt? Ein Fenster. Bitte? Ein Fenster. Ah, Terms. Ja? Ja, ist auf Ausländisch. Ah, Sie müssen diese zwei Ecken zuerst boxen. Also ich meine, Ecken markieren und Continue weiter aufdrücken. Ja, und was steht da? Okay. Und jetzt, Sie müssen Ihre persönlichen Informationen dort auch sehen, ja? Nee. Nee? Was steht denn da? Okay, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Ein Fenster. Ein Fenster? Okay, ein Fenster. Und was ist geschrieben dort? Kann ich nicht lesen, das ist auf Englisch. Ah, okay. So, vielleicht sehen etwas zwei Ecken, um diese Ecken zu akzeptieren oder zu markieren. Und was steht da? Ja, bitte? Ich kann nicht so gut Ihnen hören. Ich entschuldige Ihnen. Ja, was steht denn da? Ah, Sie sehen diese zwei Ecken, ja? So, dort ist geschrieben, ich meine, dieses Geschäftsbedingungen, dass Sie akzeptieren und dieses Geschäftsbedingungen von dieses regulierte Zahlungsgebot. Ja, und was sind das für Bedingungen? Sie können alles durchlesen. Also, es ist so viele Bedingungen. Ja, aber so. Das kann ich ja nicht lesen. Warum nicht? Na, weil die Sprache, die kann ich nicht. Ah, Sie können das zum Beispiel, wie können das wir machen? Zum Beispiel... Tja, zum Beispiel ist es schon mal so, wenn die nach Deutschland was verkaufen wollen, dann gehört da eigentlich alles auf Deutsch. Tja, aber das interessiert die nicht, weil braucht man ja nicht, ne? Können es übersetzen, vielleicht. Nee, ich kann ja das nicht übersetzen. Also, Sie können diese Seite nicht auf Deutsch verändern? In diesem Fall, ich kann das von meiner Seite auch versuchen, ob ich das von meiner Seite sehe. Ja. Nutze bitte. Tja, was macht sie da jetzt eigentlich so genau? Überlegt sie jetzt, wie sie mir das auf Deutsch bekommt, oder? Ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall, was soll das? Ich meine, das ergibt doch jetzt hier schon überhaupt gar keinen Sinn mehr in diesem Gespräch. Naja, aber die lässt sich hier tatsächlich eine volle Stunde hinhalten, ne? Okay, so, vielleicht, wenn sie es wollen, ich könnte das Bedingungen per E-Mail schicken. Weil es ist so viel, also ich kann nicht Ihnen also alle diese Bedingungen also jetzt also erklären und lesen auch. So. Deswegen vielleicht, ich kann jetzt das übersetzen und ich kann das per E-Mail Ihnen schicken. Ja. Ist das okay für Ihnen? Okay. Einen Moment in diesem Fall. Okay. Okay.
Moment. Okay. Ich werde das jetzt Ihnen senden. Okay. Ja, okay sagen kannst du schon mal. Und einen Moment kriegt sie auch auf die Ketten. Ich habe das gesendet. Ja? Ja. Ich gucke mal. Okay. Noch nicht da. Okay. Wann kommt es? Ich habe das vor einer Minute gesendet. Ich denke, wieso? Hallo? Ja, ich bin da. Okay. Ja, noch nicht da. Okay, aber es ist gesendet. Also, ja, vielleicht kann... Bedingungen. Ah. So. Ist das nicht sonst länger? Ja, hier an dieser Stelle hat sie mir tatsächlich jede Menge Pamphlet zugeschickt in lauter einzelnen E-Mails, die ich mir natürlich als deutscher Bürger auch alle schön in Ruhe durchlesen werde. Das heißt, eigentlich geht hier der Großteil des Gespräches dafür drauf, dass wir hier nichts sagen und ich mir die AGBs von dem ganzen Kram da anschaue. Naja, aber AGBs kann man das nicht nennen. Sie hat mir einfach nur ein paar Teile da rauskopiert, aber vollständig ist das nicht, denn das kann ich auch überprüfen. Auf deren Webseite steht viel mehr und sie schickt mir nur ein paar Punkte davon und bei weitem nicht alles. Naja, aber das, was sie mir schickt, tue ich so, als würde ich mir den Kram natürlich durchlesen. Was da drin steht, interessiert mich eigentlich nicht, denn das Unternehmen ist nichts anderes als eine Abzockerfirma. Und nur allein, dass sie mir hier AGBs zuschicken kann, bedeutet noch lange nicht, dass das ganze Ding auch seriös ist. Denn so einen Text kann man sich auch von überall woanders einfach kopieren und den Namen der eigenen Firma dort einsetzen. Schwer ist das Ganze nicht, technisch aufwendig auch nicht. Braucht man nur seine Tastatur, seine Maus, tja, und Copy-Paste. Kopieren und einfügen. Mehr ist es nicht. Da steht so wenig. Bitte? Da steht so wenig. Wo? In den E-Mail. Weil ich habe zwei E-Mail. Ich habe das geteilt. Es war so länger, also deswegen. Ja, ich habe zwei E-Mail Ihnen gesendet. Ach so. Ja. Ich denke, das zweite kommt auch. Ja, und wo? Ich habe das jetzt gesendet, also vor zwei Minuten. Ja. Beide E-Mails. Und was soll ich jetzt machen? Also, Sie wollen das zu lesen, ja? Deswegen habe ich das übersetzt und Ihnen gesendet, so. Ja. So, Sie können das lesen. Ach so, dann lese ich das durch. Ja, bitte. Ja, und nun beginnt das große Schnippeln für mich hier. Denn viel gesagt habe ich da natürlich nicht, habe sie aber trotzdem ewig warten lassen. Also tatsächlich ewig, bis ich mir alles ganz in Ruhe durchgelesen habe. Ein paar kleine Stellen lasse ich euch davon mal übrig. So, die erste E-Mail habe ich durchgelesen. Sehr gut. Aber die andere ist noch nicht da. Mein Moment, ich werde das überprüfen, weil ich habe das gesendet, so. Hallo? Hallo? Ich
Ich habe noch eine E-Mail gesendet, so deswegen vielleicht sie bekommen es jetzt. Also wir sollen 3 E-Mails von Leona haben. Ich gucke mal. Mhm. Ist noch nichts gekommen. Okay, wir sollen ein bisschen warten, weil ja, ich habe das gesendet. Vor 4 Minuten und ah, jetzt habe ich eine bekommen. Ah, okay. Ups. Da steht aber nochmal das. Ach nee, da ist was anderes. Gleich habe ich die zweite Nachricht durch. Okay, wir müssen dritte auch dort haben. Ist schon gekommen. Ich meine, ihr kriegt das ja nicht mit, wie viel ich hier wegschneide. Ja, aber so viel Ruhe, wie ja in der Leitung war, hatte ich tatsächlich auch noch nicht gehabt. Sie hatte echt gutes Durchhaltevermögen. Naja, aber sie denkt ja auch immer noch, dass er da Kohle rausholen kann. Da kann man ja auch mal warten und in Ruhe die AGBs durchlesen. Da gucke ich gleich. Okay. So, und jetzt noch die dritte Nachricht. Da steht ja auch so viel drin. Okay, so, haben Sie alles bekommen? Ja, ich bin gleich fertig. Okay, sehr gut. In diesem Fall, Sie können auf diesem regulierten Zahlungsmethode diese Bedingungen akzeptieren. Nächste Seite öffnen. Ja. Freunde, ich war hier nicht auf Toilette, aber ich habe die Toilette simuliert. Also ich habe mir gerade einen Kaffee eingegossen und habe den erstmal gemütlich ins Büro gebracht und bin dann zur Toilette und habe die Spülung betätigt, um die nette Dame ein kleines bisschen zu verwirren. Jetzt bin ich fertig. Sehr gut. So, haben Sie auf dieser Seite diese 2 Ichchen auch markiert und akzeptiert? Auf welche Seite? Ich habe Ihnen eine Zahlungsmethode, eine regulierte Zahlungsmethode gesendet. Ach so. Ja. Die erste E-Mail von Riona. Und was soll ich da machen? So, Sie haben also eine grüne Tasse bei Kauf aufgedrückt, ja? Ja. Okay, und Sie sollen jetzt diese 2 Ecken markieren und akzeptieren. Und dann? Und was sehen Sie auf dem Bildschirm jetzt? Passiert nichts. Sie haben Continue weiter aufgedruckt. Wenn ich das drücke, dann blinkt das Schalter und dann geht wieder weg. Ah. Also Sie können nicht diese neue Seite öffnen? Und können Sie diese Seite aktualisieren und nachher mal versuchen? Ja. Ja, bitte. Und dann drücke ich nochmal auf 2. Ja, bitte. Dann mache ich die 2 Häkchen da wieder rein. Dann noch eine grüne Tasse Continue aufdrücken, weiter. Nee, geht nicht. Der Knopf ist kaputt. Oh Gott, sind Sie sicher? Weil, also.
Ja, alles funktioniert sehr gut von meiner Seite. Wenn ich zwei grüne Haken reinmache und dann noch den Kreisel da drücke mit Continue, dann ist er kurz hell und dann wird er wieder dunkel zum Klicken. Aha. Geht nicht weiter. Sie benutzen jetzt Ihre Handy oder Computer? Den Computer. Das, vielleicht das ist es, weil Sie benutzen also Internetverbindung, also die Qualität ist nicht so gut oder etwas wie so, weil von meiner Seite alles funktioniert sehr gut. Das ist, ja, ich bin überrascht. Hallo? In diesem Fall machen wir es so. Ich kann alles von meiner Seite auch versuchen, wenn Sie es bevorzugen. Ja, ist ja nicht so, dass man jetzt aufgeben würde, dass es nicht funktioniert mit der Zahlung und die Seite kaputt ist. War es im Übrigen tatsächlich wirklich. Könnte am Tor-Browser wieder gelegen haben, dass da irgendwas nicht vernünftig dann funktioniert in dem Fall. Naja, aber man will ja nicht aufgeben. Der Kerl am anderen Ende scheint ja ordentlich blöd zu sein und das ganze Spielchen mitzumachen. Also bleibt die nette Tante hier auch am Telefon und versucht den ganzen Quatsch hier weiterhin. Ist das okay für Ihnen? Ja. Sehr gut, dann ich werde alles von meiner Seite versuchen. Aber dafür, ich muss wissen, welche Karte benutzen Sie. Wie? Was für eine Karte? Mastercard oder Visa? Habe ich beides. Also, es ist viel besser, wenn Sie eine Mastercard dafür benutzen, weil es ist mehr sicher. Ich meine, Sie werden einen Bankcode oder eine Sicherheitsfrage von Ihrer Bank bekommen, um diese Transaktion zu verifizieren und bestätigen so. Natürlich würde ich Sie es bevorzugen, aber es ist viel besser, wenn Sie eine Mastercard dafür benutzen. Okay, dann machen wir es so. Wir können mit dieser Mastercard diese Transaktion versuchen. Und wenn es wird erfolgreich sein, dann ich werde einen Termin mit Ihrer Finanzberater planen. Und natürlich, also Sie werden haben, das Handel gleichzeitig anfangen. Okay? Okay, sehr gut. So, dafür, ich muss wissen, wie ist Ihr Name und Nachname auf dieser Mastercard geschrieben? Na, so wie da steht. Gerold Steiner, ja? Ohne Herr Gerold oder etwas wieso? Ja. Okay. So, und bis wann ist das günstig? Also so auf Ablaufdatum, ich meine natürlich. Ich mal gucken. Die Masterkarte ist bis 2.21. 2.21? Also 12 oder 2? 2. Einen Moment bitte. Ja. Also, es ist mehr günstig, also, ja? Es war günstig bis Februar. Und dann brauche ich da eine neue? Also, es muss zum Beispiel von 12, 21 oder 11, 21. Weil also Oktober, also es ist 10. Also Monat, so deswegen. Soll ich dann eine andere Karte nehmen? Ja, wenn Sie es haben natürlich, weil es ist nicht günstig. Ja, dann habe ich noch eine Visa. Okay, und bis wann ist das günstig? Die Visa-Karte? Mhm. 5.23. Okay, dann es ist günstig. Sie können diese Visa-Karte benutzen. So. Wie geht? Es geht, es passt. Okay. Sehr gut. So, in diesem Fall, ich soll diese Informationen alles von meiner Seite dort eingeben. Und ich muss Ihnen fragen, in welchem Stadt leben Sie? In Berlin. Berlin. Sehr gut. Okay. Und ich muss auch Geburtsdatum Ihnen fragen. Ja. Okay, bitte sagen Sie bitte, was ist Ihr Geburtsdatum? Ja, das ist der 17. Juli 92. 92.
Moment. Nein. Ah. Okay, wiederholen Sie bitte das noch einmal. 1992. 92. Hm. Okay, vielen Dank. Okay, und was ist Ihre Postleitzahl? 12055. 12055, ja? Hm. Sehr gut. Ja. Okay, vielen Dank. Und ich muss diese, also natürlich genaue Adresse, Straßenadresse auch Ihnen fragen, so. Hm. Mhm, bitte? Ich wohne in der Braunschweiger Straße 77. Okay, Braun, oder was? Ja. Okay. Hm. Braunschweiger, oder was haben Sie gesagt? Braunschweiger. Ah, Schweiger. Hm. Straße und Nummer? 77. 77. Hm. Okay. Ja. Vielen Dank. Eine Minute nur. Hm. Tja, also der Charakter hier ist natürlich nur gespielt, das wisst ihr ja. Aber das Problem ist, sie versucht hier an jemanden etwas zu verkaufen, der dem Anschein nach ja gar nicht so richtig weiß, wie ihm geschieht. Aber Hauptsache Profite machen. Und da ist es scheißegal, ob die Person am anderen Ende gut gelaunt ist oder eben nicht. Ich habe ja auch ganz zu Beginn gesagt, dass es mir eigentlich nicht so gut geht. Interessiert hat sich die Dame dafür ja schließlich nicht. Ja, und da geht's halt wohl nur um den Verkauf. Und nicht darum, was man da so genau tut bei dem Verkauf. Tja. Okay. Mhm. So, vielen Dank. Ein bisschen, eine Minute bitte. Ich werde das alles von meiner Seite dort einfühlen. Und danach, Sie werden ein 6 digitale Zahlen oder 5 digitale Zahlencode von dieses regulierte Anzahlungsmethode bekommen, um Ihre E-Mail-Adresse zu verifizieren und natürlich bestätigen, okay? Mhm. So, eine Minute nur. Vielen Dank. Meine Fresse ist die blöd, ey. Die hat wohl wirklich einen Lappenschuss. Naja, ich spiele immer weiter. Auf dem Tacho haben wir ja hier schon 34 Minuten. Tja. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute hier heute schon wieder angerufen haben. Und wir haben den Callcenter so richtig schön genervt. So lange, bis wir alle meine Telefonnummern durchblockiert haben. Naja, gibt's für 2,50 € wieder 10 Nummern. So, mal gucken, wann die Pippi hier wieder fertig ist. Langsam werde ich wirklich müde von dem langsamen Gespiel hier. Könnte ein gutes Einschlafvideo werden, denke ich mal. Okay, eine Minute. Ach, jetzt muss ich hier wieder entmuten, sonst merkt die was. Hm. So, jetzt Sie können Ihre E-Mail-Adresse überprüfen. Hm. Sie haben eine neue E-Mail von Bit der Bank. Dort muss 5 digitale Zahlen sein und Sie müssen an mir dieses Code sagen. Ich gucke gleich mal. Okay, nehmen Ihre Zeit bitte. Tja. Währenddessen die Intelligenzbestie ihr Mikrofon aus hat und denkt, ich gucke in den E-Mails, mache ich mir jetzt einen Kaffee. Aber mit einer Hand auch nicht so einfach. Ach, was für eine Intelligenzbestie, Leute. Tja. Wenn wir in der Geschwindigkeit so weitermachen, dann sind wir morgen noch am Telefon. Ist es bekommen oder noch nicht?
jetzt bin ich wieder am Computer. Ah, okay. Algo-Trading habe ich bekommen. Nee, es muss von Bitdebank sein. Von wem? Bitdebank. Von dieses grüne und weiße Farben rein, regulierte Anzahlungsmethode. Wo sie könnte nicht dieses also nächste Seite öffnen. Deswegen habe ich alles von meiner Seite versucht. Ich habe diese Informationen auch von meiner Seite dort angefügt. So, ja, Sie müssen dieses E-Mail-Adresse verifizieren, natürlich. Wir müssen sicher sein, dass es natürlich hier Steiner und niemand versucht, ihre Geld zu stellen. So, deswegen. Ist aber noch nichts gekommen. Okay, ich werde das noch einmal senden. Eine Minute. Ja, genau. Man versucht hier nicht mein Geld zu stehlen, deswegen. Genau. Also, ich denke mal, allen ist klar, was das hier für ein Anruf ist. Okay, es ist noch einmal gesendet, so. Sie können es jetzt überprüfen. Ja. Nix da. Also, Sie haben Ihre Spam oder Junk auch überprüft, ja? Soll ich da mal reingucken? Ja, bitte. Nix drin. Okay, so, vielleicht Sie können diese Seite aktualisieren. Jetzt ist was gekommen. Okay, sehr gut. Ihre Karte wartet. Leider konnten wir sie bisher nicht erreichen. Um Ihre neue Karte, diese wurde bereits aktiviert, aber noch nicht beansprucht. Ja. Ah, nee, es ist, es muss von Bitdebank sein. Nee. Ist es von Bitdebank? Ich habe von der Volksbank eine E-Mail. Ah, nee. Auch nicht? Nee, es muss von Bitdebank sein. Nee. Nicht da. Okay, einen Moment. Okay, es ist schon noch einmal gesendet. Ja. Ist schon raus? Es muss von Bitdebank sein. Ja. Account Verification. Ich gucke nochmal. Okay. Nee. Nicht da. Okay, einen Moment in diesem Fall. Ich werde das an meine Technical Abteilung das verifizieren. Ja. Und nun? Bitte? Und nun? Also, und was? Ich entschuldige Ihnen. Ja, und nun? Also, wir hatten also zweimal dieses Code Ihnen gesendet, so. Vielleicht Sie können diese neueste E-Mail also überprüfen. Von Bitdebank. Nix da. Nix da, ja? Okay, eine Minute bitte. Tja, ist ja nicht so, als hätte man nicht schon 45 Minuten verdödelt. Meine Güte, ist die doof. Tja, vor allem die Pausenzeiten hier in dem Video sind echt krass. Die wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet. Tja. Immerhin, die meisten anderen sind schon nervös und drängeln dann. Aber die schubst noch nicht. Mal gucken. Ich habe hier wieder eine neue Betrugsseite gefunden. Herzlich willkommen bei Phonify.me. Hier gibt es nicht nur ein nagelneues iPhone, sondern dazu noch eine echte goldene Mastercard mit bis zu 5000 Euro Cash und tolle Zusatzleistungen für deine Bonität. Und das alles sogar bei schlechter Schufa. Gib jetzt unten deine Daten ein und sichere dir eins von täglich 250 Startpaketen.
Na Mensch, wer da nicht zuschlägt, eine echte goldene Karte. Mensch, ist ja total toll. Naja, und die Tante ist ja auch noch währenddessen an der Strippe. Ja. Okay, wir werden das von unserer Seite fixieren. Ja. Okay, so warten Sie bitte ein bisschen. Meine Technical Abteilung fixiert das und ich werde informieren darüber, okay? Und dann? Und dann, wir werden diese Transaktion versuchen ohne Probleme. Also wir werden das von unserer Seite bestätigen, weil Sie bekommen dieses E-Mail nicht von Bitte Bank. So. Ja. Und jetzt? Jetzt, wir müssen 1 oder 2 Minuten dafür warten und ich werde Ihnen informieren. Also soll ich warten? Ja, 1 Minute nur, wenn es kein Problem für Ihnen ist. Nee, ist kein Problem. Ja, vielen Dank, okay. Na Mensch, dass die noch gute Laune hat, das wundert mich wirklich. Denn, wie gesagt, wir haben die schon über 45 Minuten an der Strippe. Und, naja, sie bemerkt es halt irgendwie nicht, dass wir sie hier komplett auf die Schippe nehmen. Vor allem, meine Tonlage sollte doch hier alles sagen. Ich meine, langweiliger geht das Gespräch ja schon in diesem Fall hier kaum noch. Ja, aber die hält durch und hält durch und hält durch, weil halt immer noch daran zu glauben ist, vielleicht aus ihrer Sicht, dass man da noch Kohle holen kann. Naja, ich denke mal, ihr wisst, dass man hier keine Kohle mehr holen kann. Aber, tja, sie begreift es noch eine ganze Weile nicht. Okay, Herr Steiner, es ist schon fixiert, so. Keine Sorge, bitte. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja. So. Sehr gut. So, Sie haben an mir gesagt, dass Sie benutzen jetzt Ihre Visa-Karte, ja? Okay, so, ich habe hier verifiziert, dass ja, es ist günstig bis 5:23, ja? Was? Ihre Karte. Das Ablaufdatum? Ja, Ablaufdatum, ich meine. Okay. Dann Sie müssen an mir sagen, was ist TVV auch? Rückseite von Ihrer Karte. Eine 6. Und noch eine 6. Und eine 9. Okay. Dann, wenn es ist eine Visa-Karte, Kartennummer, es muss fängt mit Nummer 4. Und Sie können an mir auch lesen, bitte, aber ein bisschen langsam. Langsam? Ein bisschen, weil ich muss hier dort einfühlen, so. Ich muss hier keine Fehler machen, so. Okay. Also, dass die wirklich noch immer langsam möchte, das können sie haben. Okay. Bitte, Sie können jetzt also anfangen. Okay, dann fange ich jetzt an. Okay. Aufpassen. Ja, ich bin bereit. Ja. Eine 4. Okay. Dann eine 8. Okay. Dann kommt noch eine 8. Dann kommt eine 3. Dann eine 4. Okay. Eine 5. Okay. Dann eine 3. Okay. Dann eine 7. Noch eine 7. Okay. Dann eine 5. Okay. Noch eine 5. Okay. Dann eine 4. Dann kommt eine 0. 0. Und dann eine 5. 5. Und dann kommt eine 9. 9. Ja. Und dann noch eine 9. Okay, das ist letzte Nummer, ja? 9, 9. Ja. Okay, ich wiederhole für Ihnen, okay? So, es ist 8443. 4537. 9. Ah, okay. Die fängt mit einer 4 an. So, 4537, ja? Ah, okay. Also. Sie haben nicht aufgepasst. Ah, okay, ich entschuldige Ihnen. Okay, es ist 4883. Ja. Und dann, es ist 4 oder 5? Dann kommt eine 4. Ja, 4, 5, 3, 7.
jetzt? Ja, okay. Eine Minute bitte. Ja. Okay, so, wir werden das Transaktion jetzt versuchen und wir sollen das von Ihrer Seite bestätigen, okay? So, ja. Bitte warten Sie bitte. Mhm. Okay, so, das System hat uns gesagt, dass diese Kartennummer war nicht korrekt. Warum? So, ich weiß es nicht, vielleicht ich habe etwas nicht korrekt geschrieben. Ich werde das noch einmal für Ihnen wiederholen, okay? Ja. So, es ist 8, nee, ich entschuldige, 4, 8, 8, 3, 4, 5, 3, 7, 7, 5, 5, 4, 0, 5, 9, 9. Ja. Ah, ist das richtig? Mhm. So, und diese Ablaufdatum, es ist 05.23, ja? Und CVV, es ist 669. Ah, alles ist in Ordnung. Ja. Okay, eine Minute. Ich habe 3 E-Mails bekommen. Von Bitdebank, oder? Ja, sogar ja, aber 4. Ja, bitte? 4. Ja, weil wir haben das vielmals erneut senden gedrückt. Wir hatten das nicht bekommen, deswegen, ja. Da ist der Code 69424. Okay. Vielen Dank. Geht? Es geht. Mhm. Eine Minute, bitte. Ja. So, meine lieben Freunde, ich glaube, wir lassen das Gespräch jetzt hier kurz explodieren. Also, wir geben dem Ganzen jetzt ein Finale. Das heißt, der Herr Steiner, der wird jetzt langsam wach. Und der Herr Steiner findet das ganz schön lustig, was hier so passiert ist. Viel Spaß mit dem Finale. Hat geklappt. Nee, es klappt nicht, weil, also, ich weiß es nicht, weil, aber wir können diese Kartennummer nicht eher, also, verifizieren. Und mit die Nummer? Mit Nummer. Ja. Geht? Ich weiß es nicht, warum es geht nicht mit diesem Kartennummer. So, okay, so, noch einmal, ich werde das wiederholen, okay? So, 4, 8, 8, 3. 4, 5, 3, 7. 7, 5, 5, 4. 0, 5, 9, 9. Ich weiß es nicht. Gott. Warum wird sie das nicht akzeptieren? Warum? Ich weiß es nicht auch, weil System also hat uns gesehen, dass es ist nicht korrekt. Vielleicht geht es bei betrügerischen Firmen nicht. Bitte? Vielleicht geht es bei betrügerischen Firmen nicht. Ah, Sie haben das gelügt, ja? Ja, na klar, habe ich deine Zeit verplempert. Ja, eine ganze Stunde. Tja, kurz und schmerzlos würde ich da sagen. Ich hoffe, euch hat ja, dieser etwas komische Anruf auch mal gefallen. War mal ein bisschen was anderes, als ja, immer nur das Gleiche zu machen. Ja, wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann schlaft einfach weiter. Und ja, ein Abo würde ich mich trotzdem drüber freuen. Alles klar, vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns dann morgen wieder zu einem etwas spannenderen Anruf. Bis dann, ciao, ciao.